Großer Angler. Morgen soll wieder ein tolles Wetter werden, oder was meinst du? Ja, ja. Hallo. Hey, Cliffy, wie geht's dir denn? Alles klar für die Schule morgen? Ja. Cliff, ich wünsch dir was. Ich sagte zu ihm, Fernsehen. Wie eine Narkose. Es beraubt dich deiner Männlichkeit, wenn man ständig nur davor hockt. Das ist eine richtige Droge. Ja, genau. Eine Droge. Und er ist doch noch ein junger Mann. Er ist 67 Jahre alt. Und seine Augen waren schon ganz rechteckig geworden. Es war schon so weit gekommen, dass ich ihn praktisch zu mir ins Bett zerren musste. Und das hat uns auch auseinandergebracht. Und das sind die Dumpies aus Cincinnati. Dumpies. Er macht diese entzückenden kleinen Glückwunschkarten und sie schreibt die Verse dafür. Haben Sie nicht auch ein paar schweinische Karten? Bis jetzt noch nicht, Mrs. Peach. Sag mal, das sieht ja toll aus. Warum machst du nicht noch einen kleinen Schuss von der Zitrone rein? Ja, vielleicht noch ein bisschen was Scharfes. Ja. Wir wollen ja hier nicht einschlafen, ne? Also. Es ist jetzt alles in bester Ordnung. Hallo, Dad. Sie kann jetzt nicht mehr an die Zimmerschlüssel kommen. Das kann ich nicht tun, sie ist meine Mutter. Das habe ich ihr bereits erklärt. Das war nichts weiter als ein Missverständnis. Mhm. Also gut. Hören Sie, Griffiths ist nicht der Manager dieses Hotels. Das bin ich. Verlassen Sie sich auf mich, okay? Die Leitung in 405 ist repariert. 406 machen wir morgen fertig. Morgen? Wann? Weiß nicht. Nach dem Essen. Das ist zu spät. Was erwarten Sie denn? Wunder? Ich werde mit ihr darüber... Bleiben Sie dran, okay? Marty, können Sie mal warten? Sie ist nicht in der Empfangshalle. Oh Gott. Ich kann nicht überall sein. Ich habe gerade Pause. Sie ist in der Bar. Allein? Ich habe keine Zeit, ich muss zu einer Gewerkschaftsversammlung. Ich rufe wieder zurück, okay? Ja, genau, wiederhören. Wo ist er hin? Komm mit. Ich hatte einen Whisky bestellt. Alles so wie und Sie bringen mir dieses Hotel Cognac, funktioniert wie eine gut geölte Maschine. Hast du Zeit, was zu essen? Komm, den nehme ich mir eben. Ja, Griffiths. Mr. Peach. Hier läuft alles gar nicht so, wie es soll. Hm. Der vierte Stock ist eine einzige Katastrophe. Mhm. Mrs. Dunphy dort an der Bar meint, ihr Mann sei von einer älteren Dame belästigt worden. Und wir wissen, wer das war. Senator Byron wollte wie immer in seine Suite, aber sie ist belegt. Okay, ich kümmere mich um Mrs. Dunphy und den Senator und Sie kümmern sich um den vierten Stock. Und du, junger Mann, musst jetzt etwas essen. Ich versuche, dir Gesellschaft zu leisten, okay? Hallo, hallo, Miss, haben Sie vielleicht... Sind Sie möglicherweise Mrs. Dunphy? Also, um es gerade rauszusagen, Sie sind mir völlig anders beschrieben worden. Sie sehen fantastisch aus. Und der Herr ist Ihr Vater? Leid, dass ich dich erschreckt habe, mein Kleiner. Du hast mich nicht erschreckt, ich habe dich gesehen. Das hast du
kleiner Lügner. Kein Mensch erwartet hier einen Angriff von Fledermäusen. Ich habe ihn schon stundenlang vorher kommen sehen. Oh. Nein, nein, du wirst doch keine Frau schlagen. Männer glauben, dass Frauen das mögen, aber da irren sie sich. Verlass sie, bevor du anfängst, sie zu schlagen. Cliff, leg jetzt das Kissen hin, leg es sofort hin. Jetzt bald. Ja! Au! Hör auf! Ich schluss jetzt, ich gebe auf. Ach, du widerlicher Nichtsnutzer Junge, du tust nie, was ich dir sage. Sieh mal, was ich dir heute besorgt habe. Hier ist es, ein ganz neues Ringbuch. Und Papier dazu, und Kugelschreiber, und Bleistifte und Raniergummi. Der erste Tag des Schuljahres war immer der allerschönste für mich. Ich gehe so gerne in die Schreibwarengeschäfte. Da riecht es einfach großartig. Auf Holzplätzen übrigens auch. Und in Buchhandlung? Ja, ja. Nichts riecht besser als ein gutes neues Buch. Mutter? Psst. Mutter? Mutter? Mutter. Woher wusstest du, dass ich hinter der Tür bin? Es roch ein bisschen zu sehr nach Dschungelparadies. Oh, dieser Duft hat tausende von Männern in meine Klauen gelockt. Deine das ist nichts Klauen. Für deine Ohren. Genau darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Und wir haben ja schon sehr oft darüber miteinander gesprochen. Ich finde es immer so toll, wenn er sagt, du sollst das machen. Mutter, dieses Hotel gehört mir nicht. Ich bin nur der Manager. Oh, mach dich nicht kleiner, als du bist, Larry. Was wäre denn dieses Hotel schon ohne dich? Es wäre eins mit einem anderen Manager. Griffith beobachtet mich schon wie ein Geier. Ah, dieser widerliche Schleimscheißer. Die Sache ist die, er hat mir erzählt, dass du versucht hast, einen Mann aus Cincinnati aufzureißen, einen verheirateten Mann. Wir haben uns unterhalten, wir haben ein paar Drinks genommen. Es ist gar nichts passiert, seine Frau war doch die ganze Zeit dabei. Okay, also, was schlägst du vor? Wo könnten wir hingehen? Wenn wir aus diesem Hotel rausgeschmissen werden. Na, neues Altersheim für alte Schauspieler. Ich als Bewohnerin, du als Manager. Cliff würde dann Page werden. Ich würde mich zur Ruhe setzen. Nein, du junger Mann wirst weiter zur Schule gehen und wirst dich auch so benehmen. Ich werde jetzt runtergehen und versuchen, mich wie ein Hotelmanager zu benehmen. Und Mom... Ja, Larry? Versuche, um Gottes Willen, dich deinem Alter gemäß zu benehmen. Ich hoffe, er benimmt sich richtig. Tust du es? Ich werde es versuchen. Ich werde es nicht versuchen. Du tust es. Dich nicht unterkriegen, Junge. Ich hole dich dann um 3 ab. Hier geradeaus, dann in den dritten Stock. Dann findest du deine Klassenbücher. Gut, danke. Entschuldigen Sie bitte. 306, wo ist denn das hier? Hier geradeaus und dann rechts. Schuljahr dort sitzen. Vielleicht nimmst du hier Platz. Schon gesetzt.
Würde der junge Mann dort in der blauen Jacke, würdest du dir einen Platz suchen und dich dann hinsetzen? Danke sehr. Ist sie besetzt? Zieh mal unter den Tisch. Da sind Kaugummis drunter, die stammen noch aus der Steinzeit. Die Kaugummis sind nicht das Schlimmste, das sind die Scheißtypen hier, die einen fertig machen. Das wird ein ganz beschissenes Schuljahr. Hey Shelley, wie wär's, wollen wir heute Abend ausgehen? Frag Moody. Der ist nicht weit, der ist ein bisschen klein. Frag ihn mal, wo er herkommt. Na, frag ihn doch schon. Warst du nicht letztes Jahr in Mr. Sanfords Englischklasse? Nein, ich bin neu hier. Ach so, er ist neu hier. Und nun, meine Damen und die anderen Schwachköpfe, hier ist Moody. Ein Beifall, Leute. Geld ist mir lieber. Ja. Wir sind sicherlich alle entzückt, dass wir Mr. Moody unter uns haben. Jetzt, wo wir dieses große Abenteuer beginnen werden, ein neues Schuljahr. Ich habe dir den Platz da freigehalten. Danke dir, Kleine. Hey, Willi, setz du dich dahin. Hey, Lenny, bei dir ist in diesem Sommer ja ganz schön was dazugekommen, Babe. Woher hast du denn dieses sagenhafte Haar? Von Woolworths. Woolworths. Entschuldigen Sie, Mr. Moody. Haben Sie Schwierigkeiten, einen Platz zu finden? Ich hatte ja einen, aber diese Pfeife hat ihn mir geklaut. Ich war zuerst da. Quatsch, kein Blech. Wenn Sie da hinten keinen Platz finden können, würde ich mich freuen, wenn Sie sich hier vorn zu mir setzen würden. Alan Blumenthal. Cindy Ruff. Setz dich darüber. Ricky Lindemann. Die wahrscheinlich wieder eingebucht. Weiß irgendjemand, ob Ricky Lindemann heute in der Schule ist? Wer ist denn Lindemann? Niemand. Nur der Massenmörder auf der Schule. Weiß irgendjemand verbindlich, ob Ricky Lindemann in der Schule ist oder nicht? Wahrscheinlich ist er gerade in New York und besteigt das Empire State Building. Danke sehr. Danke sehr. Clifford. P-E-A-C-H-E. Spricht man das Peach oder Peachy? Peach. Wie süß der Kleine das sagt. Was haben Sie gesagt, Melvin? Übrigens, darauf höre ich nicht mehr, Clarice. Ganz wie Sie wollen. Dann wünsche ich, dass Sie mich Miss Jump nennen. Und wie sollen wir Sie anreden? M. Big M. Darauf stehe ich. Und vielleicht BM als Abkürzung. Weißt du was? Ich habe den Eindruck, du wirst nicht mehr lange leben. Du und ich, wir werden uns nach der Schule mal ein bisschen unterhalten. Geschnallt? Geschnallt. Hä? Weißt du, das war ganz schön blöd, was du heute Morgen zu Moody gesagt hast. Bis jetzt hat sich noch keiner getraut, sich mit ihm anzulegen. Hoffentlich macht er dich dafür nicht fertig. Na, halt das mal bitte. Pass bloß auf, dass er dich nicht allein im Korridor erwischt. Und auch nicht auf den Treppen. Halt es in das Bassin. Und auf keinen Fall auf den Klos. Ich gehe hier nie aufs Klo, nur wenn ich es nicht mehr aushalten kann. Und wie machst du das? Ich verkneif's mir einfach. Und trink eben nichts. Ach, das ist doch Quatsch. Meinst du? Im letzten Jahr sollen sie einen aus dem Fenster geschmissen haben. Und wahrscheinlich war das auch nur Quatsch. Ist doch Blödsinn. Wer hat dir denn das erzählt? Nicht nur einer. Und dann ist da noch dieser andere Typ. Dem hat man das Auge ausgeschlagen. Da ist nichts von übrig geblieben. Er hat noch nicht mal den Augapfel gefunden. Und wie geht's hier voran? Na, was haben wir denn da? Hast du was schon mal gemacht? Ja. Hat Moody das getan? Was? Dem Jungen das Auge ausgeschlagen. Oh, ich will nicht sagen, dass es war und auch nicht, dass es nicht war. Aber wenn du mich fragst, solltest du besser zahlen, wenn er was von dir kassieren will. Was? Du zahlst an Moody Geld? Daran musst du dich gewöhnen. Das kassiert er hier von allen. Er kassiert jeden Tag unser Essensgeld. Darum bringe ich ihm immer was zu essen mit. Und jetzt will er mir auch noch mein Busgeld abknöpfen. Ich finde, du solltest dir das nicht gefallen lassen. Ja, ich weiß. Aber ich würde gern noch ein bisschen leben. Lass mich gehen. Thank you.
Noch eine kleine Party arrangiert, Peachy. Du bist der Ehrengast. Ja, nur draußen wartet ja auch ja, ich weiß. Hey, Moody, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Augenblick noch. Von heute an Dollar pro Tag. Schnallt, ja? Ist klar. Hey, da ist unser kleiner Peachy. Was hältst du davon? Ich habe vor, mit dir Freundschaft zu schließen. Willst du das etwa nicht? Gute Idee von dir. Und was ist mit mir? Richtig, schüttel du auf die Hand. Das freut mich, Mann. Wo bist du denn zur Schule gegangen, bevor du hierher kamst, Peachy? Southside, Privatschule. Oh, kosten Haufen Mäuse. Bist du reich? Nein. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen, Peachy. Ich schäme mich auch nicht. Ich wusste, dass er reich ist. Nein, das bin ich nicht, wirklich nicht. Also hör mal zu, Peachy. Ist doch klar, dass du kommen willst. Die Frage ist nur, ob du auch was im Kopf hast. Ich meine das ernst, Peachy. Hast du was im Kopf? Hm? Hm? Manchmal schon, glaube ich. Das glaube ich auch. Weil du was im Kopf hast, weißt du auch, dass das hier keine höhere Privatschule ist. Und da du jetzt auf so eine Schule wie die hier gehst, brauchst du verdammt nochmal einen Leibwächter. Und du weißt ja auch, wir haben Ricky Linderman bei uns in der Klasse. Weißt du über Linderman Bescheid? Der hat eine schwere Macke. Der dreht immer gleich durch. Er hat einen kleinen Jungen auf dem Gewissen. Er hat ihm Kopfschuss verpasst. Das Gehirn rausgepustet. Warum hat er das getan? Wahrscheinlich, weil ihm der Typ auf den Geist gegangen ist. Weißt du, Typen wie Linderman verlieren ziemlich schnell die Beherrschung, sag ich. Ja! Yeah! So ähnlich, klar? Und dann kommst du eben zu uns, zu deinen Leibwächtern. Hast du das geschnallt? Ich weiß nicht. Für dich machen wir es billig. Ein Dollar pro Tag. Ein Dollar pro Tag? Ja, ein Dollar pro Tag. Wir nehmen von jedem dasselbe. Das kannst du entweder Tag für Tag bezahlen oder Woche für Woche. Das überlassen wir dir, Peachy. Woher soll ich denn pro Tag einen Dollar nehmen? Dein Essensgeld. Diesen Fraß wirst du sowieso nicht fressen. 50 Cent nehmen die für diesen Schweinefraß. Das ist glatter Nepp. 60 zahlst du schon für eine große Milch. Also für dieselben 60 Cent, dann sagen wir ein großes Glas Milch. Du uns dann schon fast bezahlt. Also hast du da nichts weiter zu tun, als die anderen 40 zusammenzukratzen. Ich werde euch mein Essensgeld nicht geben, ich muss was essen. Du musst was essen. Komm mit. Dir mal was. So auf das. Jetzt hat er sich doch noch anders überlegt, eh? Kuhn, so auf du anders auf, er will runter. Okay. Doch, morgen ist auch noch ein Tag, dass wir uns wieder
Wiedersehen, Peachy. Wiedersehen, Peachy. Was war denn da los? Wer sind denn diese Jungs? Nur ein paar Jungs von der Schule, die mich umbringen wollen. Ich möchte gern Mr. Dobbs sprechen. Den Generaldirektor, ja. Hier spricht Griffith, stellvertretender Manager des Ambassador East. Nein, ich denke, er würde schon mit mir sprechen wollen, wenn er wüsste, worum es geht. Sagen Sie ihm, dass es sehr wichtig ist. Ja, ich warte. Das Feuer! Lass das Feuer nicht! Pass da drüben auf! Verbrenn es nicht! Wenn du fertig bist, gib's mir rüber, okay? Und beeilt euch, ja? Hallo! Deck es ab! Deck es ab! Hallo, Gaston! Hallo, Cliff! Das dauert doch heute wieder hier. Das ist ein bisschen schneller. Wo bleibt denn mein Steak? Ich habe vor einer halben Stunde die Bestellung aufgegeben. Ich bin schon lange hier, okay? Ja. Hallo, ja. Wo bleibt der Kaffee? Ich bin jetzt dran. Ja. Hast du großen Hunger? Ja. Wird schon schmecken. Ja, danke. Noch mehr? Ja. Bon Appetit. Danke. Gaston. Gaston. Ich möchte Ihnen übrigens noch was sagen. Meine Suppe war kalt. Wie kalt war sie denn? Danke. Sehr komisch. Cinderella? Cinderella, sehr gut in Form. Ist gut gelaufen. Hey, Cliff, hast du vielleicht eine Idee, wer morgen im vierten Rennen siegen wird? Keine Ahnung. Lucky Lou vermute ich. Ein Hindernisrennen ist eine Wissenschaft, kein Rätselraten. Wie wär's denn mit Cousin Ed? Ja, könnte sein. Ich hab eine Idee. Wir sollten unsere Sachen zusammenpacken und hier verschwinden. Nimm den Pfefferminz. Mutter, wo warst du heute um 5? Um 5? Lass mich mal überlegen. Habe ich da einen kleinen Drink genommen? Weißt du, der Mann, den du in die Bar locken wolltest, war ein Fernsehprediger. Jetzt weiß ich auch, warum er so sauer war. Du fandest, dass er sauer war? Da hättest du mal Griffith sehen müssen, als er davon gehört hat. Mutter, wir können unmöglich zulassen, dass das auf diese Art und Weise... Oh, irre. Das ist aber nicht die, die wir letzte Nacht gesehen haben, Clifford. Die mit dem roten Pullover? Nein, ohne Pullover. Lass mich mal sehen. Nein, nein, Clifford. Dazu bist du noch zu jung, du bist 14. 15 jetzt, lass mich mal sehen. Naja, du bist 15, das ist ja auch... Du bist 15? Ja. Das sollte ich ja eigentlich wissen, nicht? Das liegt nur an diesem verdammten Job. 24 Stunden täglich. Entschuldige. Du, ich habe gehört, du hast heute Ärger mit ein paar Jungs gehabt? Ja. Oh, keine Sorge, Cliff. Dein Dad hat angerufen und wegen dieser Jungs einen Mordskrach geschlagen. Du hast die Schule angerufen? Mhm. Das war toll. Jetzt werden sie mich einfach abschlachten. Clifford, dich wird niemand abschlachten. Die dachten sowieso, dass ich eine Pfeife bin. Clifford, der Direktor wird mit diesen Jungs sprechen und die ganze Sache aus der Welt schaffen. Und wenn die dich nicht in Ruhe lassen, gehst du direkt auf die Augen los und zwar so kräftig, wie du kannst. Mach sie blind, lass sie gar nicht erst zum Zuge kommen. Mutter, ich finde, jemanden blind zu schlagen, ist nicht die Lösung für dieses Problem. Na dann trat ihnen doch zwischen die Beine, das werden sie schon merken. Nein, nein, nein. Ich bin älter als du. Ich brauche das eher. Woher sollte er das denn wissen? Ich meine, er kann doch nicht meinen Spaß verstehen. Auch bei nur angedrohter Erpressung verstehe ich keinen Spaß. Ja, Sir, wenn Sie meinen, vielleicht dachte ich, es ist wohl etwas ins Auge. Und ob es das ist, und zwar in deins. Ja, ich weiß. Ich möchte dich eigentlich von der Schule verweisen. Naja, es tut mir wirklich leid. Aber da das Schuljahr gerade erst angefangen hat und bisher noch nichts passiert ist, werde ich noch mal ein Auge zudrücken und dich so davon kommen lassen. Ach, danke mit sehr. Einer Woche nachsitzen. Ist alles klar? Danke. So, und jetzt ab. Clifford. Clifford. Hier geht alles etwas anders zu als auf deiner alten Schule. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Und außerdem, drück ein Auge zu. Schlag nicht gleich blinden Alarm, wenn ich mal irgendjemand schief angucke. Alles klar, mein Junge? Also gut, das wär's.
Du machst mir Ärger. Macht mir hier sonst keiner. Wäre ganz gut, wenn du in Zukunft auch hinten zwei Augen hättest. Von jetzt an weißt du nämlich nie, was dich erwartet. Romeo und Julia. Romeo und Julia waren zwei junge Menschen, die sich ineinander verliebt hatten. Und sie konnten sich das nicht richtig zeigen, weil sie in einer Gesellschaft lebten, in der man als Paar verheiratet sein musste. Die waren ganz schön verklemmt. Romeo und Julia ist ein Stück über Liebe und Sex und Menschen, die bereit waren, dafür zu sterben. Wenn ich nicht bald was aufreiße, dann gehe ich auch drauf. Daran kann ich leider nichts ändern. Ich sprach gerade über Liebe und Kunst. Guck mal. Das ist Linderman. Ihre Klasseneinweisung? Linderman bleibt doch nicht in der Klasse, oder? Da haben Sie sie ja, vielen Dank. Wenn Sie sich bitte hier vorne hinsetzen würden. Lieber Gott, lass ihn bitte da vorn sitzen, bitte. Nicht hinter mir, bloß nicht hinter mir. Ich fall sonst tot um, das schwöre ich. Gegen wen du spielst. Du musst noch eine Menge lernen. Okay, los, weiter geht's. Und nun komm schon. An der Stelle würde ich das sofort dem Direktor melden. Hör mal, die Scheiße solltest du aber wegmachen, sonst kriegst du Ärger mit dem Hausmeister. Titten von der ganzen Schule. Aber sie ist auch sonst eine starke Bombe, weil sie sich nicht so bescheuert. Ich stehe nur nicht auf gefärbte Haare. Ist mir scheißegal, wie Blondinen blond werden. Hauptsache geil. Ja, da hast du recht. Das Aussehen ist ja auch nicht alles. Das macht einen nur an. Und das macht es mich auch. Das merkt man dir an. Und wenn sie mich ansieht, dann heißt das ganz klar, bei dir würde ich nie Nein sagen. Tatsächlich? Ja, genau. Ist ja stark. Warum ist sie denn so scharf auf dich? Bloß weil du wieder der Boss bist?
Also hör mal, glaub nicht, dass sie nur so scharf auf mich ist, weil ich hier der Boss bin. Hi. Mein Buchhalter hier hat mir gerade erzählt, dass du ein bisschen spät dran bist. Deiner ersten Rate. Stimmt das? Stimmt doch, ne? Stimmt genau. Also hör mal, ich werde nicht bezahlen. Das steht fest, also. Komm jetzt, wir werden was essen. Ich hoffe, du wirst nicht sauer oder so, aber willst du dir gerne ein bisschen Geld verdienen? Du weißt ja, hier gibt es diese Typen und vielleicht hast du das auf dem Klo mitgekriegt. Und die wollen, dass ich Geld zahle, damit ich beschützt werde. Vor wem? Naja, vor ihnen selbst natürlich, aber das sagen sie nicht. Sie sagen, sie beschützen mich und ein paar andere Schüler. Hauptsächlich vor dir. Vor mir? Ja, ich weiß, dass das nicht wahr ist. Also, jedenfalls glaube ich es nicht. Und dadurch bin ich auch auf die Idee gekommen. Was für eine Idee? Dich zu bezahlen, als mein Leibwächter. Vielleicht werden das auch noch ein paar von den anderen tun. Ich könnte deine Hausarbeiten machen. Ich kann eine ganze Menge. Und auf jeden Fall ist das keine Erpressung. Kein Interesse. From Manhattan, but now Havana. Though she does the rumba for us, and she calls herself Dolores. She was in the Broadway chorus, known as Susie Danaho. Guten Morgen, Mrs. Peach. Wie geht's Ihnen denn heute? Geht's Ihnen vielleicht nicht gut? Doch, ich fühle mich großartig. Einfach großartig. Ah. Can take a tambourine and whack it, but it's just a racket. She's a hoofer from Fifth Avenue. She's a Latin from Manhattan. Guten Morgen, Mutter. Griffith, guten Morgen. Möchten Sie auch frühstücken? Es gibt Leber. Nein, vielen Dank. Ich bin nur vorbeigekommen, um Ihnen zu sagen, dass Mr. Dobbs angerufen hat. Mr. Dobbs? Unser Generaldirektor. Er wird uns demnächst einen kleinen Besuch abstatten. Gibt's dafür einen besonderen Grund? Denken Sie mal drüber nach. Ach, was soll denn das alles heißen? Rate mal. Oh mein Gott. Wie schön, dass du wieder mal beim Frühstück betest. War nur ein Scherz, Mutter. Es ist sehr gut. Alles okay auf der Schule? Ja, alles klar. Wirklich? Ich kann noch mal den Direktor anrufen. Dad, das ist alles okay. Die Schule ist okay, ich bin okay, es läuft wirklich alles prima. Das kommt davon, wenn man zu schnell läuft.
Hängt den Lindemann meistens rum? Wahrscheinlich im Schlachthof. Ist das dein Ernst, ehrlich? Was ist denn eigentlich mit ihm los? Eine ganze Menge, was ich so gehört habe. Erstmal soll er eine Lehrerin vergewaltigt haben. Und dann habe ich noch gehört, dass er einen Bullen umgelegt hat. Eins weiß ich genau. Und zwar hat er einen kleinen Jungen umgebracht. Ungefähr vor einem Jahr. Ganz kaltblütig. Hat ihm den Kopf weggepustet. Das glaube ich nicht. Dann lies doch mal nach. Stand in allen Zeitungen. Ich glaube es trotzdem nicht. Nichts in der Welt hätte ihn aufhalten können. Es sei denn, er hätte keine Luft mehr bekommen. Es war ein gespenstischer Wettlauf, von dem er sich sehnlichst wünschte, dass er endlich ein Ende nehmen möge. Er wurde den Gedanken nicht los, dass der Sarg, den er gesehen hatte, hinter ihm herlief. Er sah im Geiste den auf dem schmaleren Ende voll aufgerichteten Sarg hinter sich herhüpfen, stets im Begriff, ihn einzuholen und ihn anzuspringen, vielleicht auch einen seiner Arme zu ergreifen. Jeden Augenblick konnte es geschehen. Der Sarg versteckte sich ja auch in den Torbögen. Er rieb an den Türen seine schreckenerregenden Schultern, zog sie bis zu den Ohren hoch, als ob er sich über ihn lustig mache. Er lauerte in den Schatten und legte sich listig quer über den Weg, damit er über ihn stolpern möge. Und unaufhörlich hüpfte der Sarg dann weiter hinter ihm her, kam immer näher. Und als der Junge endlich seine Haustür erreicht hatte, war er nicht ohne Grund halbtot. Bleibt mein Geld, Red? Also, ich dachte, ich müsste nicht zahlen. Weil Cliff wird es auch nicht tun. Wolltest du was von mir? Nein. Du hast ihn noch gehört, oder, Riceman? Ja. Was soll das? Komm mal mit, mein Lass das doch, was wollt ihr denn von mir? Schnauze, das wirst du schon sehen. Nein! Lass das, nein! Riceman wird von jetzt an zahlen, Cliff. Und was ist mit dir? Ich zahle nicht, lass mich raus! Hilfe! Lass mich hier raus! Hilfe! Rauslassen! Lass mich raus! Hilfe! Ist denn niemand hier? Hallo? Hilfe! Lass mich hier raus! Lass mich raus! Ist denn jemand hier? Rauslassen! Ist denn niemand mehr hier? Rauslassen! Lass mich doch raus! Wieso kommst du denn nicht gleich? Dachtest du, ich find's gut hier drin, du blöder Vollidiot? Hey, hey, Louis, du kriegst noch was raus! Nun dränge doch nicht so! Alter, was? Ist klar. Wo bist du denn? Ich hätte gerne Cola. Hey, Sherry. Hast du Lust, da damit ins Kino zu gehen? Könnte sein. Klar. Dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend. Come here.
Einen großen Schlitten gelassen. Bist du ein Selbstmörder oder sowas? Hast du dich schon um deinen Grabstein gekümmert? Du bist nämlich tot. Sieh dir mal mein Hemd an, du Gitzler! Buddy, ich möchte dir meinen Leibwächter vorstellen. Wenn du mir irgendetwas zu sagen hast, sprich zuerst mit ihm. Also, was sagtest du gerade? Verpiss dich, Moody. Was ist denn los, Mann? Den machen wir doch fertig. Den überlassen wir dir, Big M. Na los, Moody. Zeig ihm, wie stark du bist. Was ist denn los mit euch, Leute? Den schaffen wir. Na, wer ist denn diesmal die Pfeife, Moody? Ist mit deinen starken Typen. Sag mal, was ist denn los? Wollt ihr mich hier hängen lassen? Gerade jetzt? Hast du es geschnallt, Moody? Deine Leibwächterdienste werden nicht mehr benötigt. Von keinem. Verstehst du, was ich meine? Du kannst jetzt gehen. Hey, Moody! Du schuldest mir für ein Jahr das Essensgeld. Sagenhafter Tag. Und als Carsten ihm es dann auch noch gegeben hat. Weißt du, wir werden nicht eher nachlassen, bis er jeden Cent zurückgezahlt hat, den er eingenommen hat. Und zwar an alle. Bist du jetzt fertig? Und was hast du denn? Wir werden überhaupt nichts tun. Kapiert? Aber wieso nicht? Ich dachte, wir wären jetzt so eine Art Team. Irrtum. Wir werden es schon schaffen. Und los! Wow! 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 Und los! Okay, das war doch nicht schlecht. Also, bis morgen dann. Bis morgen. Okay, nicht schlecht, aber das kann natürlich noch besser werden. Na, wollen wir morgen mal sehen. Es muss noch besser zusammengehen. Hi. Hi. Wo kommst du denn her? Ich hab ein bisschen zugesehen. Und wie findest du es? Gut. Gut. Ja. Ich wollte gern mit Ihnen über einen Mitschüler in der Klasse sprechen. Und hast du schon mal versucht, die anderen Schüler zu fragen? Also, naja, es geht um Linderman. Oh, Ricky Linderman. Was willst du denn über Ricky Linderman wissen? Alle haben Angst vor ihm. Ich will keine haben, aber es gibt zu viele Geschichten über ihn. Was hältst du von all diesen Geschichten? Die können nicht alle stimmen. Also, ich weiß eine Sache, die passiert ist. Würdest du gerne wissen, was? Ja. Das war vor einem Jahr. Er hatte einen jüngeren Bruder. Und dieser Junge spielte irgendwann zu Hause. Er ging an den Schrank seines Vaters, fand darin ein geladenes Gewehr, spielte damit rum und es ging zufällig los. Der Junge ist dabei getötet worden und Ricky hat ihn unglückseligerweise gefunden. Ich glaube, er hat das bis heute nicht überwunden. Das ist die einzige Geschichte, die ich kenne. Und die anderen Geschichten, dass er einen Polizisten getötet haben soll und Lehrern die Beine gebrochen?
Von solchen Geschichten weiß ich gar nichts. Ich weiß nur das, was ich dir erzählt habe. Okay. Okay. Hilft dir das irgendwie weiter? Ja, ich glaube schon. Gut. Wie fandst du denn das Essen? Zum Kotzen. Gib's mir mal das Salz. Ich nehm's mir schon selbst. Okay, also, dann sind wir in kein Team, habe ich mich hingeirrt. Aber ich dachte, wenn jemand einem Gefallen tut, dann schuldet ihm der andere was. Du schuldest mir gar nichts. Doch, tue ich. Du musstest das ja nicht tun. Aber du hast es doch getan. Weißt du, ich dachte, dass wir jetzt Freunde wären. Du hast dir noch nicht mal Geld dafür genommen. Wohin gehst du denn? Der Film ist zu Ende. Welcher Film denn? Das war doch kein Film. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nichts anderes als dich... Kriegst du dann immer alles, was du willst? Weißt du, dass die Dinger deinem Wachstum schaden? Fahr langsam hinter ihm her. Weißt du, dass ich hier nachts nicht mal ein Bulle hertraut? Das nächste Mal, wenn du so eine Sache vorhast, hol dir einen Detektiv. Da, fahr ihm nach, los. Das ist eine Einbahnstraße. Und dann fahr trotzdem. Aber das geht nicht, das ist eine Einbahnstraße. Ich kann doch nicht einfach... Hey, was machst du denn? Hey, Cliff, komm zurück. Hey, Cliff.
Wieso läufst du hinter mir her? Hab ich dir doch gesagt. Ich dachte, wir könnten vielleicht Freunde werden. Können wir nicht. Linderman. Du... Ich weiß alles, was passiert ist. Mit deinem Bruder und so. Das weißt du also, hm? Ich meine, scheiße. Sowas kann doch einfach jedem passieren. Vergiss es. Okay? Ricky! Was ist? Wo bin ich hier? Verdammt, wie soll ich denn von hier wieder nach Hause finden? Komm schon. Und ob? Fantastisch. Verbraucht die viel? Ich verbrauche überhaupt nichts. Läuft nicht. Gefällt sie dir? Ja. Steig rauf. Nein, nicht. Ja, setz dich rauf. Mach schon. Ja? Hey, vorsichtig. Was ist denn noch ein kaputt? Der Zylinder. Der richtige ist nicht aufzutreiben. Wir stellen die Dinger nicht mehr her. Ich habe ein Jahr dran rumgebaut, jetzt komme ich nicht weiter, nur wegen diesem beschissenen Zylinder. Du hast sie gebaut? Zusammengebaut. Passt alles. Für eine alte Honda einen Zylinder. Nee, haben wir nicht. Tut mir leid für euch. Ja. Kann man nichts machen. Was ist denn mit deiner Mutter? Sie ist schon ein paar Jahre tot. War ein Autounfall. Tot? Ja, meine Großmutter ist dann zu uns gezogen. So eine Frau hast du bestimmt noch nie erlebt. Weißt du, sie ist nun wirklich sehr alt, aber sie benimmt sich wie ein kleines Kind. Und wenn sie ein bisschen was getrunken hat, macht sie sich an Männer ran. Hast du mich verarscht? Nein. Hört sich ja irre an. Nein, ehrlich, genauso ist sie. Weißt du, wir müssen richtig auf sie aufpassen, weil sie immer irgendwas anstellt. Vielleicht hat sie Angst davor, alt zu werden, sterben zu müssen. Sie hat Angst davor, nicht richtig zu leben. Vater hatte so einen da. Der sieht jetzt genauso aus. Was macht dein Vater eigentlich? Schaut nur in die Glotze. Wer ist denn da? Zu gebrauchen. Das ist doch... Er war erst 9. Praktisch habe ich ihn seit dem zweiten Lebensjahr großgezogen. Er konnte einen wahnsinnig machen. Wenn man sagte, setz dich hin, stand er auf. Wenn man sagte, mach deine Hausarbeiten, las ein Comicheft.
Er konnte nichts essen, ohne einem was davon ins Gesicht zu spucken. Außerdem war er ein richtiger Ladendieb. Wenn du mit ihm durch irgendein Geschäft ging, hatte er nachher davon die Hälfte in seinen Taschen. Er war ein guter Junge. Allerdings eine Nervensäge. Armer kleiner Kerl. Hallo, Mrs. Peach. Ich möchte Ihnen gern Mr. Dobbs vorstellen, den Generaldirektor unserer Hotelbetriebe. Schönen guten Tag. Ei, sehen Sie aber gut aus. Mr. Griffiths hat mir schon sehr viel von Ihnen erzählt, Mrs. Peach. Hat er das? Also das ist... Ah, setzen Sie sich. Lassen Sie uns was trinken. Ich brauche das hier nie zu bezahlen. Und das ging es auch gar nicht. Das ist schon ein tolles Leben hier. Ja, ist schon interessant. Ich habe hier schon eine Million Leute kennengelernt. Nur eben nicht sehr viele in meinem Alter. Fast nur Erwachsene. Was du vielleicht mal tauschen willst, denk an mich. Tolle Aussicht. Gut, um die Sterne zu beobachten. Die Sterne, den Mond und andere himmlische Sachen. Ah ja. Wie spät ist es jetzt? So gegen 7. Das ist Linda da drüben. Ich hoffe doch sehr, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt bei uns hatten. Außerordentlich angenehm. Und das Zimmer war in Ordnung? Wunderbar. Und der Service war zufriedenstellend? Mehr als zufriedenstellend. Danke sehr. Bitte sehr. Wann werden Sie das nächste Mal unser Gast sein? Freitag. Also ich glaube, da haben wir noch was frei. Das möchte ich doch auch hoffen. Dad? Nun, dann wünsche ich Ihnen einen guten Flug, Mr. Clou. Ist schon gut. Und Ihr Schlüssel? Den haben Sie doch schon, Peachy. Natürlich. Mr. Peach, wir brauchen für die Klimaanlage 2 Tage. Wenn es noch heißer wird, kommen Ihre Gäste ganz schön ins Schwitzen. Und... wie wär's, wenn Sie die Nacht durcharbeiten? Die Nacht durch. Dadurch würde die Klimaanlage nur einen Tag ausfallen. Die Nacht durch. Genau, da wäre ich Ihnen sehr dankbar, okay? Peach hier? Peach hier? Meine Mutter? Oh nein. Wo? Wie schlimm ist es denn? Mutter!
Ist alles. Was ist? Alles klar, reg dich doch nicht auf. Komm schon wieder zu sich, er kannte nur nicht seine Grenzen. Ich habe ihn gewarnt, aber er war nicht davon abzubringen, dass der Staat dem Pferd ist. Geben Sie mir das. Geben Sie mir das. Wissen Sie eigentlich, wer das ist? Diesmal geht es Ihnen an den Kragen, Peach. Sie haben es endlich geschafft. Griffith, hören Sie endlich damit auf, um mich herumzustreichen. Verschwinden Sie aus meiner Nähe. Ich habe meinen toten Punkt schon überwunden. Du kannst wirklich tanzen, Schätzchen. Dann du bist auch nicht schlecht auf sie. Nur ein bisschen aus der Übung. Das ist alles. Also, ich habe schon endlos lange nicht mehr so getanzt und mich so gut amüsiert. So, irgendwie... Verschwinden Sie! Kommen Sie mal mit. Griffith, setzen Sie sich. Die beiden kommen doch ausgezeichnet miteinander aus. Und Sie sollten jetzt dringend gehen und die Buchungen für morgen überprüfen. Ja? Oder noch besser. Gehen Sie doch gleich selbst und suchen Sie sich irgendetwas Neues. In irgendeinem kleinen, hübschen, komfortablen Hotel, wo Sie abends Ihre Füße nach einem arbeitsreichen, harten Tag ausruhen. Aber ich... Nur keine Sorge, wir kommen schon zurecht. Willst du seinen Job, Clifford? Jetzt gehst du auf dein Zimmer und ruhst dich etwas aus, denn wir haben noch eine lange Nacht vor uns. Ist gut. Aber du wirst auch hier sein, wenn ich in einer Stunde wieder zurückkomme. Oder ich werde dich überall suchen. Zimmer 735, wenn ich nicht hier bin. Peach, unter Ihrer Leitung kann man sich hier wirklich sehr wohl fühlen. Oh, danke sehr. Na, bist du Linderman? Ja. Willst du nicht auch mal diesen Laden hier richtig kennenlernen? Na, komm schon. Nein. Was ging mir? Ich weiß gar nicht, was er schon wieder hat. Halt mal deine Hand so. Zeig sie mir doch. Los, Junge. Oh. Ah, eine großartige Herzlinie. Hast du viele Mädchen? Nein. Ich rede von der Zukunft, du kleiner Trottel. Du bist außerdem sehr intellektuell veranlagt. Aber ich glaube auch erst in der Zukunft. Du musst doch aber bei irgendetwas recht haben. Ist das auch wirklich deine Hand? Ich wünschte, ich könnte Nein sagen. Was hast du denn mit dem Handgelenk gemacht? Gar nichts. Ein Unfall. Ich möchte das zu Ende machen. Mach die Hand auf, Ricky. Du bist hier unter Freunden. Du bist hier unter Freunden. Ich sehe eine lange Lebenslinie. Eine sehr gute, ausgeprägte. Sie ist absolute Expertin in sowas. Mir hat sie mal prophezeit, dass ich Schwergewichtsweltmeister werde. Meine ist in der Mitte unterbrochen. Tatsächlich? Ja. Die sieht ja irre aus. Oh, du bist schon lange tot. Auch Experte, was? Das hier sind die Gefühlslinien. Klar? So, jetzt will ich deine sehen. Sieht eher nach Großer Gott, dieser Kerl hat nur Sex im Kopf. Mich auch falten? Also hast du falten? Das soll wohl ein Witz sein, ne? Und du hast Sex und Geheuer. Was hast du falten? Ich glaube an diese ganze... Hey, ich habe euch Typen schon gesucht. Ich habe jemanden mitgebracht, den ich euch vorstellen will. Clifford, das ist Mike. Ricky, das ist Mike. Mein Leibwächter. Wie geht's dir, Kumpel?
Moody hat mir erzählt, dass du ein richtig harter Typ bist, hä? Ein richtiger Killer, stimmt das? Schlägst alle zusammen. Vergewaltigst alte Tanten. Stimmt das? Hä? Ich habe gehört, du hast deinen eigenen Bruder umgelegt. Aber sie haben dich laufen lassen, nicht? Ist doch alles Quatsch. Ist das alles Quatsch, Herr Rick? Na, ist das alles Quatsch? Hey, Killer! Wieso kniest du denn vor mir? Bist wohl schwul, was? Hm? Na, komm hoch! Hm? Was ist? Willst du was von mir? Willst du nicht vielleicht mal zuschlagen, hm? Du bist doch gar nicht so hart. Hast du nicht gesagt, der Typ wäre hart, Moody? Naja, das werden wir ja jetzt sehen. Gucken wir mal nach. Mit dem ist ja überhaupt nichts los. Was ist das denn? Bist du vielleicht durch diese Kette hier stark? Hm? Starkes Blatt, nicht? Hey, er liest. Bist sehr belesen, was? Na, du bist doch gar nicht so hart. Du bist doch gar nicht hart. Oder findest du? Hm? 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 Du bist doch gar nicht so hart. Wie geht's dir denn jetzt so? Komm schon. Komm schon. Zeig doch mal was. Zeig uns doch mal, was du drauf hast. Der ist doch eine Pfeife. So was Feiges habe ich ja noch nie gesehen. Hey, gib ihm dritte in den Arsch, ja? Hey Killer, wo willst du denn hin? Ist das deine starke Maschine? Ist das deine starke Maschine? Ist doch ein Blecheimer, die Mühle. Bin ich stark genug, das Ding zu fahren? Hm? Komm jetzt, steig runter. Ich finde, ich sollte jetzt mal fahren. Komm jetzt, steig runter! Mal sehen, wie stark diese Schrottmühle ist, hä? Hey, hör auf damit! Hör auf damit! Lass mich los! Lass mich los! Moody, du hast doch gesagt, dass das ein ganz schlimmer Typ hier ist. Ich finde ihn eher niedlich. Ja. Hör auf! Lass das sein! Er holt sich wohl am liebsten auf dem Rasen aus. Steh auf, Mann! Lass ihn in Ruhe! Hör auf damit, Moody! Der Typ ist doch nichts als ein Lahmarsch. Sag mir Bescheid, wenn du mich wirklich mal brauchst. Ich will meine Kohlen auch verdienen. Soll ich dir mal einen Arsch treten? Ja oder nein? Ja, er möchte, dass ich ihn in den Arsch trete. Ja, er möchte, dass ich ihn in den Arsch... Thank you.
ist okay. Was war mit dir los? Warum hast du dich nicht gewehrt? Hey, wo gehst du hin? Was hast du? Wo gehst du hin? Da? Blindermann! Ja? Ist Ricky da? Nein. Wer bist du? Ein Freund von ihm aus der Schule. Er hätte schon vor Stunden zu Hause sein müssen. Weißt du nicht, wo er sein konnte? Nein, Ma'am. Sag mal, wie heißt du? Clifford. Clifford, wenn du ihn siehst, sag ihm, dass ich mir wirklich Sorgen mache, dass er nach Hause kommen soll, okay? Okay. Wie bist du denn hier raufgekommen? Ich brauche ein bisschen Geld. Wo hast du denn gesteckt? Ich habe dich überall gesucht. Hast du ein bisschen Geld, Cliff? Hä? Hast du was? $6, das ist alles, was ich habe. Danke, Cliff. Bist ein guter Kerl. Ach, das ist ja großartig. Gib mir ein bisschen Geld, dank dir, das hat Klasse. Wohin willst du? Linderman! Linderman! Linderman!
doch verdammt nochmal! Geh doch nicht so schnell, ja? Geh nach Hause, Clifford. Du hast ein nettes Zuhause und eine nette Familie. Jetzt lass mich zufrieden. Ist wegen der Schlägerei, nicht? Ich konnte mich nicht schlagen. Und? Ich wollte auch niemals für jemand den Leibwächter spielen. Habe ich dir gleich gesagt. Das hat doch alles nur was mit deinem Bruder zu tun. Alles nur wegen deinem Bruder. Das ist es doch, oder? Ach, was weißt du denn schon? Das sind doch alles nur Ausflüchte. Alles sehr dünnlinder Mensch. Halt die Klappe! Du hast seit einem Jahr mit niemandem mehr geredet. Du läufst wie ein begossener Pudel rum und deswegen gar nicht. Klappe, Clifford! Du baust dir eine Maschine zusammen, um dann abzuhauen. Ohne Grund. Und lässt so einen Arsch dir einfach in den Teich halt ab. Die Fresse! Und alles wegen einer Sache, mit der du gar nichts zu tun hast. Ich meine, jeder hätte deinen Bruder finden können. Nur ist es zufällig dir passiert. Das ist alles. Halt's Maul! Halt's Maul! Ich hab ihn nicht gefunden! Ich hab ihn umgebracht! Ich hab ihn erschossen! Großer Gott! Wir waren beide allein. Wir spielten mit dem Gewehr von meinem Vater rum. Ich habe angegeben, weißt du, wie irgend so ein bescheuerter Vollidiot. Er sagte, lass mich mal halten und ich sagte nein. Nein, das darfst du nicht. Und da drehte er durch und griff danach und es ging los. Mein Gott, ich hab noch gelacht. Ich hab noch gelacht, als es knallte. Das Blut lief ihm da schon aus dem Kopf und er merkte es noch nicht mal. Weißt du, worüber er sich Sorgen macht? Er hatte Angst, wenn Dad nach Haus kommt, dass der ihn verprügelt. Das Letzte, was er zu mir sagte, war... Er sagte, diesmal musst du die Schuld auf dich nehmen. Nicht mal das habe ich fertig gekriegt. Ich habe gelogen. Ich schob ihm das Gewehr in die Hand und sagte, so habe ich ihn gefunden. Mein Gott. Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Es war nicht deine Schuld. Du hast doch nicht gewollt, dass es passiert. Tut mir leid, Clifford. Ich weiß, dass du es gut meinst. Lasse immer alle im Stich. Da bin ich nun mal. Geh nach Hause, Clifford. Welcher Beerdigung wollt ihr denn? Oh, so schlimm kann es doch nicht sein. Es ist noch viel schlimmer. Die kassieren jetzt mein Busgeld. Die haben mein Essen ins Klo geworfen. Und sie haben meine Mutter mit Namen beschimpft, die ich noch nie gehört habe. Ich gehe von der Schule ab. Ich werde den Abschluss sowieso nie schaffen. Wo wollt ihr denn hin? Nach Hause, wohin denn sonst? Los, kommt schon, ich spendiere euch beiden was. Er hätte sich ja mal blicken lassen können oder so. Er kreuzt schon wieder auf. Er braucht nur Zeit zum Nachdenken. Hoffentlich hast du recht. Aber klar, ich habe immer recht. Das solltest du nun langsam mal wissen. Und eines Tages wirst du dann zu mir kommen und sagen, Shelly, Shelly, Schätzchen, du hast immer recht. Hey, guck mal da drüben. Da ist Linderman. Wieder ganz allein rausgeholt? Ich weiß, ist eine blöde Frage. Ich hatte echt Angst. Immer läuft jetzt jeden Tag. Ohne Schwierigkeiten. Ehrlich? Du spinnst doch. Hey, wo habt ihr Typen denn meine Maschine gefunden? Wart ihr angeln?
Oh nein. Danke, dann gib mal wieder her. Hey, Mike. Moody, du bist ein echtes Schwein. Linderman, willst du dich wieder mit Moody anlegen? Hä? Langsam fängst du wirklich an zu nerven. Nun fang doch nicht wieder mit der Tour an. Genug ist genug. Ach, verpiss dich! Linderman, du hast 3 Sekunden, um die Kurve zu kratzen. Also los. Ohne die Maschine. Die gehört jetzt Moody. Eins. Zwei. Es gibt Typen, die schnallen nie was. Okay. Nimm sie. Hey, los, los. Okay, okay. Na komm her. Mach ihn fertig, Mike. Komm doch. Nein. Ricky, mach schon. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du bringst das schon. Komm her, mach schon. Mach ihn fertig. Ja, Cliff, mach ihn alle. Mach ihn fertig, Cliff. Na komm her! Komm her, du schwule Sau, was ist? Na komm, komm her! Schlag ihn auf die Nase. Danke für den Tipp, darauf wäre ich nie gekommen. Was ist denn mit dir? Brauchst du wieder deinen blöden Leibwächter? Komm her! Schnapp ihn dir. Und jetzt auf die Nase. Oh mein Gott, meine Nase. Ja.
hast mir die Nase gebrochen. Ja, tatsächlich. Ich habe ihm die Nase gebrochen. Du hast mir die Nase gebrochen. Du hast es geschafft. Und du auch. Das sieht so viel besser aus. Hey, Moody, hast du Schnupfen? Meine Nase. Klasse, Cliff. Toll, Rudy. Ah ja, ist schon mit. Komm, ich helf dir. Das ist schon gut, das schaffst du. Wer hätte ich nie gedacht, Cliff. Cliff, darf ich dich mal was fragen? Ja, klar. Mir ist da was eingefallen. Du hast da eben ungeheuer hingelangt. Sag mal, willst du mein Leibwächter werden? Ich würde dir auch 50 Cent am Tag zahlen. Ich könnte deine Hausaufgaben machen. Keine ganze Menge. Kein Interesse. Übrigens, unter einem Dollar am Tag läuft da nichts. Ein Dollar am Tag? Ein Dollar am Tag. Inflation, weißt du? Inflation? Na klar. Lass mir das nochmal überlegen. Thank you.